Herzlich willkommen in unserem neuroimmunologischen Labor. Wir sind ein wissenschaftliches Forschungslabor und arbeiten mit verschiedenen Proben, um Biomarker zu analysieren, aber auch der Pathogenese der multiplen Sklerose auf die Spur zu kommen. Ich habe Sie heute mal mit zu meinem Team genommen und möchte Ihnen an den verschiedenen Stationen zeigen, was wir hier so machen. Oft werden Blutproben untersucht. Die Blutprobe, die abgenommen wird, kann aber nicht direkt so analysiert werden, sondern muss aufgearbeitet werden. Uns interessieren primär die weißen Blutkörperchen und diese müssen von den roten Blutkörperchen und den Blutplättchen getrennt werden. Das ist das, was Robin hier gerade macht. Er bereitet einen sogenannten Gradienten vor. Dafür wird das Blut auf ein Filtersystem in einen Tube gebracht und dann geschichtet. Das kann mit Hilfe von einer speziellen Zentrifugation realisiert werden. Jetzt ist die Probe fertig, sie kommt in die Zentrifuge. Hier haben wir bereits vorher schon auch eine Probe vorbereitet und zentrifugiert. Und diese wird nun entnommen und die verschiedenen Bestandteile können dann in die verschiedenen Messprozesse überführt werden. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage, bevor wir mit den weiteren Analysen weitermachen. Zum Beispiel, indem wir Proteinstrukturen oder auch entzündliche Zytokinstrukturen messen. Das kann im Liquor sein, aber auch im Blut. Und das ist das, was das ELA-System hier kann. George hat gerade die Patientenproben auf die Platte aufgebracht, die in einem ganz speziellen Messsystem sind. In der Platte sind alle Puffer, alle Substanzen enthalten. Die ist jetzt auf das Gerät gerade beladen worden und nun wird das Ganze, der Messdurchlauf, gestartet. Und nach 2-3 Stunden haben wir bereits die Ergebnisse. Das ist eine sehr genaue Analytik, denn wir können sehr, sehr geringe Konzentrationen von Proteinen messen und kommen daher auch vielen interessanten Fragestellungen heute viel besser auf die Spur als noch vor einigen Jahren, wo diese Messmethodiken noch nicht verfügbar waren. Eine andere wichtige Messmethodik, die wir, aber auch viele andere Labore nutzen, ist die ELISA-Technik. Das ist eine schon sehr lange und altbekannte Messmethodik, die aber nicht aus der Mode kommt, denn sie ist sehr sinnvoll, sehr effektiv und auch kostengünstig, was eben auch wichtig ist. Wir sind inzwischen in dem Genuss eines sogenannten Pipettierroboters und Sie sehen, wie hier meine Kollegin gerade den Roboter belädt, sowohl mit den Patientenproben, aber wieder auch mit den Reagenzien, Puffern, Farbstoffen, die das Signal messbar und anzeigen machen. Und das ganze System ist, wenn der Roboter fertig beladen ist, erfolgt vollautomatisch. Das ist ein kleiner Luxus für ein Forschungslabor, denn viele Prozesse erfolgen hier per Pipettieren, weil wir eben ja auch den Auftrag haben, Biomarker zu entwickeln und dann sind sie oft noch nicht so automatisiert messbar, wie man das zum Beispiel aus der Routinediagnostik kennt. Jetzt wird das System geschlossen und die Messung startet. Auch diese dauert eine gewisse Weile. Und am Ende haben wir eine Platte, die uns ein gewisses Farbmuster aufzeigt. Die Farbreaktion zeigt die Intensität des Signals und damit die Konzentration des Markers, den man sucht. Zum Beispiel, wenn man einen Interferonmarker als Zytokin sucht, dann wird das hier dargestellt, wie intensiv das in der Patientenprobe 1 oder 2 war. Das ist eine Technik, die eben auch genutzt wird, wenn wir Zellen stimulieren und aktivieren und messen wollen, wie gut sie aktivierbar sind, dann kann man eben diese Zytokinmessung mit dieser ELISA-Technik durchführen. Eine andere Möglichkeit, die wir sehr oft nutzen, ist, Zellen zu charakterisieren. Immunzellen im Blut zum Beispiel. Wir wollen herausfinden, wie diese verteilt sind, wie die Oberflächenmarker sind, wie ihr Aktivierungszustand ist. Dafür nutzen wir die Fluorescence Activated Cell Sorting, die FACS-Analyse, die mit Fluoreszenzmarkern Oberflächenstrukturen an Zellen charakterisiert und messbar macht. Dafür müssen die Zellen aber erstmal gefärbt werden mit diesen Fluoreszenzmarkern. Das ist das, was Henriette hier gerade macht. Die Zellen sind auf dieser Platte aufgebracht und die verschiedenen Fluoreszenzantikörper werden eben gerade auf die Platte pipettiert. Nach einer Inkubationszeit können dann diese Proben genommen werden und am FACS-Gerät gemessen werden. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Deshalb vielen Dank für die Probe. Die nehmen wir gerne mit, die Platte. Und es geht weiter. So, bitteschön. Dankeschön.
Jetzt sind wir im zweiten Analyseraum. Auch hier ist große Technik installiert, die uns hilft, wirklich sehr tolle Analysen zu machen. Unsere Faxplatte haben wir gerade an Andrea übergeben, die jetzt die Messung starten wird an unserem Faxgerät. Das ist ein Gerät, was mehrere Laser integriert hat und dadurch Fluoreszenzmarker, die auf den Zellen gebunden sind, anregen kann. Die Probe wird in ein Röhrchen gegeben, welches nun vom Gerät aufgenommen wird über eine Art Messnadel. Und dann können wir gleich sehen, dass die Zellen, die eben mit den unterschiedlichen Markern gefärbt sind, auf dem Bildschirm auftauchen und das unterschiedlich farblich dargestellt ist. Und so können wir verschiedene Zellen und deren Subtypen äußerst genau analysieren. Eine andere Methodik, die ziemlich neu ist und auch eine Dresdner Spezialität, ist die zellmechanische Messung. Dafür haben wir hier eine doch noch relativ neue Analysetechnik. Sie sehen, das ist nicht ganz so automatisiert, weil sich diese Messmethodik tatsächlich in der Entwicklung befindet, die wir mit Kooperationspartnern versuchen weiterzuentwickeln. Über ein spezielles System werden die Zellen aufgenommen und anhand von Scherkräften ihre mechanischen, also zellmechanischen Eigenschaften analysiert. Und das wird mit einer Highspeed-Kamera aufgenommen und hier sieht man wunderbar, wie die verschiedenen Zellen durchlaufen. Das ist natürlich viel zu schnell fürs eigene Auge, aber die Analyseplattform kann das ganz genau detektieren und so kann man zellmechanische Eigenschaften sehr, sehr gut und einfach charakterisieren. Eine andere wichtige Methode, die wir regelmäßig nutzen und die, wie wir hoffen, auch in die Routine zeitnah Einzug findet, ist die Messung von Neurodestruktionsmarkern. Sie haben vielleicht schon vom Neurofilament gehört. Das kann diese Plattform, Sie sehen, es ist ein sehr großes Gerät, was aber äußerst genau bis um den Punkt von 0 Pikogramm Proteine messen kann. Dafür werden die Proben auf die Platte aufgebracht und auch hier die ganzen Analytiker auf das Gerät. Und dann wird die ganze Messung vollautomatisiert hier integriert und umgesetzt. Auch hier dauert es so 4 Stunden, dann haben wir die Ergebnisse der Parameter. Und diese Messmethodik ist deshalb so innovativ, weil sie uns erlaubt, einen neurologischen Schaden von Nervenzellen zu analysieren und das frühzeitig im Blut zu detektieren. Die Methodik wird aktuell weiterentwickelt, denn die Geräteplattform soll kleiner und ein bisschen schnittiger werden. Aber das ist das, wofür wir eben auch erstmal wissenschaftlich mitarbeiten. Gut, ich hoffe, wir haben Ihnen einen schönen Überblick gegeben über die Prozesse bei uns im Labor. Und ich möchte nun an Professor Ziemsen weitergeben und danke Ihnen, dass Sie bei uns reingeschaut haben.